Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr euren Monitor mit Hilfe von Windows-Bordmitteln kalibrieren könnt. Und das geht auch ganz einfach. Geht hier unten auf Start und gebt in das Suchfeld bzw. Programmfeld DCCW ein. Dann bestätigen wir einmal und schon sind wir im richtigen Programm drin. Jetzt kommen hier einfach nur ein paar Tipps und ein paar Hinweise, die können wir überspringen und gehen gleich zur Gamma-Wertanpassung. In der Mitte zeigt er uns, wie unser Testbild aussehen sollte und links und rechts, wie es nicht aussehen sollte. Also, wenn der Gamma-Wert zu niedrig ist, haben wir einen weißen Punkt in der Mitte und wenn er zu hoch ist, haben wir einen dunklen Punkt. Wir müssen das Mittelmaß finden. Jetzt gehen wir auf Weiter und schieben es ein bisschen weiter runter. Und so sieht es auch sehr gut aus. Gut, dann gehen wir auf Weiter. Jetzt könnten wir die Helligkeits- und Kontrastanpassungen überspringen, möchten wir nicht machen, wir wollen gleich alles kalibrieren. Jetzt zeigt er uns wieder, auf was wir achten müssen. Wir müssen also darauf achten, dass das Weiß nicht zu grell ist, so wie hier, aber auch nicht zu dunkel. Wir müssen, wie hier oben auch steht, den Unterschied zwischen Hemd und Jacke erkennen können, aber das X soll nur ganz schwach zu sehen sein, also wie hier. Gut, dann gehen wir auch weiter. Und es sieht doch schon sehr gut aus. Also die Einstellungen können wir jetzt auch nicht hier machen, die müssten wir dann am Monitor direkt machen. Aber die passen auch schon so sehr gut. Das gleiche Spiel mit den Kontrastwerten. Wieder auf das Weiß achten. Es soll nicht zu hell sein, also wir müssen noch die Falten erkennen. Aber soll halt natürlich nicht zu blass sein. Auch das sieht schon gut aus. Wir können es jetzt am Monitor nochmal verstellen, aber das reicht schon so aus. Gut, dann gehen wir nochmal auf Weiter. Jetzt können wir noch die Grautöne anpassen. Wir können jetzt hier rumspielen mit den Farben. Aber wir sehen schon, vom Farbstich her passt alles wunderbar. Wer es ein bisschen dunkler mag, ein bisschen mehr Blauton, der könnte es so machen. Aber so schon der beste Wert. Gut, jetzt können wir es nochmal abspeichern, wenn wir wollen. Wir sagen jetzt einfach fertigstellen und lassen uns gleich die ClearType-Tuner starten. Gut, und hier sagen wir einfach nur ClearType aktivieren, sollte bei jedem Monitor aktiviert sein. Jetzt geht das Ganze nochmal mit uns durch. Jetzt fragt er uns, welcher Text am besten ist. Jetzt können wir den auswählen oder den. Der wirkt aber am schärfsten. Das Ganze spielt hier auch nochmal. Das ist auch der schon richtig. Ja, nehmen sich nicht viel, nehmen wir den wieder. Und hier lassen wir auch den drin. Gut, grüne Haken und fertigstellen. Das war's schon. Viel Spaß mit eurem kalibrierten Monitor.